Guten Tag und willkommen bei Flammflügelmann präsentiert. Servus, ich bin der Flammflügelmann und hab den Bracalona aus seiner Wohnung geschmissen. Also, heute stelle ich euch zwei Animes wieder vor. Der erste ist Bakuman.義務教育9年目の僕たちに大人たちはいつも進路は将来の夢はと聞く。僕、真白森高は高校だよ。わからない。まだ決めてない。より良い高校、大学、会社へと進むのが普通。そう、普通に生きていくだけ。小学生の頃、僕は漫画家になりたかった。ねえ、おじさんはなんで漫画家になったの？まだ博打打ちだけどな。 そうだった。じゃあ、なんでこの博打打ち？女にモテたかったから。漫画家ってモテるんだ。有名になって金持ちになればモテるって思っちまったのかな。誰にも言うなよ。うわ。じゃあ次、真っ白から一言。僕が絵を描いて、こいつが原作。やっぱり、すごい。それなら絶対なれる。 だからその夢が叶ったら結婚してください。何言ってんだよお前。何言ってんだろ俺。俺は漫画家になる。俺たちだろ、男なら勝負するんだ。お、人生は勝つか負けるか。日本一の漫画家になろうぜ。アニメ爆漫、教育テレビ10月2日土曜午後6時スタート。Bakuman, worum geht's? Es geht um zwei Schüler, am Anfang noch Mittelschüler, die wollen Mangaka werden. Also Manga-Zeichner. Und dann zeigt der Anime halt den Weg von ganz unten bis nach ganz oben, wie sie ins Magazin reinkommen, wie sie Mangas zeichnen, wie das geht, was man dafür braucht und alles. Ich finde den, und da ist auch ein bisschen Romance dabei, nämlich die Freundin von dem einen. Die will Synchronsprecherin werden und die haben sich halt versprochen, wenn die halt erfolgreich werden, wenn der ein Manga hat, was zum Anime wird und sie die Hauptrolle darin spricht, dass die dann heiraten. Und so pushen die sich halt die ganze Zeit hoch. Aber das Romance ist nur so, das läuft nebenbei. Hauptsächlich geht es halt wirklich darum, wie die ihre Mangas machen, hochziehen, wie es in Redaktionen abläuft und so. Es zeigt halt richtig gut, was Mangakas arbeiten. Ich finde den Manga sehr interessant, den Anime und den Manga, beides. Top-Bewertung von 10 gebe ich dem 20. Also, top, top, ich habe gar keinen Mängel. Ich schau mal kurz, was für einen Rang das hier hat. Rang 167, sehe ich gerade bei dieser Anime-Seite. Nicht schlecht, gar nicht schlecht, da kann man nichts dagegen sagen. Und Wertung 8,37. Also, ich finde, das ist noch ziemlich schlechte Wertung. Ich hätte den locker in die Top 10 genommen. Bakuman ist wirklich das Ultimat der Ultimative. Also, das ist auch von den Machern von Death Note. Ich muss sagen, ich bin kein Death Note Fan. Ich habe den Anime Ich habe den Anime geguckt, der war schon nicht so toll. Dann habe ich den Manga geguckt. Da war ich ein großer Fan vom L. Da dachte ich habe mir den Manga einfach nur weitergelesen, weil der L mich geschickt hat. Und dann, als der gestorben ist, habe ich schon ein paar Kapitel gelesen und dann auch abgebrochen. Also das war jetzt ein Spoiler. Wer noch nicht den Manga gelesen hat. Also auf jeden Fall kann ich euch wirklich hundertprozentig Bakuman empfehlen. Wie gesagt, ist von den Machern von Death Note. Da soll jetzt auch eine Realverfilmung noch rauskommen von Bakuman. Hat 3 Staffeln. Die 3 Staffeln gehen auch komplett über den Manga. Das heißt, wer von euch sagt, ah ja, ich lese den Manga nicht so gerne, ich gucke lieber nur Animes, der braucht sich ja keine Sorgen zu machen, weil es zieht sich von Anfang vom Manga bis zum Ende vom Manga, der Anime. Das ist auch einer der wenigen Animes, die auch den Manga komplett vervollständigen und der hält sich auch an den Manga, der Anime. Also da findet man kaum was, was im Manga nicht ist, was auch im Anime ist. Oder was im Anime nicht ist, was im Manga ist. Da findet man kaum was. Viele Folgen gibt es da auch gar keine. Eigentlich. Ja. Das war's jetzt eigentlich von meiner Seite aus von Bakuman. Wie gesagt, ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Ich bin absoluter Fan. Ich guck mir den
Ich habe mir, als ich den das erste Mal gesehen habe, glaube ich, dreimal hintereinander angeguckt, weil er einfach so geil ist. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Das ist eine Empfehlung. 20 von 10. Besseres. Das ist Top-Favorit bei mir in den Top 10 von allen Mangas, Animes ist der drin auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten. Und das ist Beelzebub. Also Beelzebub, das ist ein Anime und ein Manga. Der wurde auch schon mal, das letzte Mal ein bisschen so angeschnitten. Der geht in die Richtung Comedy. Comedy schonen, worum geht's? Es geht um einen Rowdy, also einen Schläger. Der kommt an eine Schlägerschule, die stärkste Schlägerschule ganz Japans dort. Und da sind halt, da boxt er sich halt nach oben. Die klatschen sich, die boxen sich halt nach oben. Nur, dass der noch ein kleines Bonus hat, nämlich der muss das Kind vom Dämonenkönig aufziehen. Der wird als Vater bestimmt. Und der kann sich halt auch nicht von dem entfernen, weit weg, oder wird's halt nicht los. Versucht's loszuwerden, indem er einen fiesachen, gemeineren und stärkeren Drecksack als den findet. Findet der aber irgendwie nie. Weil der einfach der Stärkste ist und er wird auch immer stärker. Das ist einfach ein Anime. Der ist bei mir auch in den Top 10. Ich finde den Anime finde ich jetzt nicht ganz so gut wie Bakuman, den Anime. Aber den Manga, den finde ich, der hält mit Bakuman auf jeden Fall mit dem ersten. Was hat mir am Beelzebub am Manga nicht, am Anime nicht gefallen? Das sind ein paar Filler-Folgen, die, sag ich mal, unnötig sind. Die sind zwar ganz witzig oder so, aber auch, das hat ein paar, die Story halt schleppt sich dann halt. Die ist halt nicht so wie Manga fließend erzählt. Die schleppt, die wird dann merkt, dass dann schleppend wird. Und dass man sich auch mit der Comedy, dass die das dann übertreiben wollen. Beim Anime. Hat 60 Folgen. Eine Staffel. Und ich kann euch auf jeden Fall hundertprozentig empfehlen, den Anime. Beelzebub, ich schaue mir kurz die Wertung an. Einen Moment. Also, Beelzebub hat eine Wertung von. Ist auf dem Platz 454. Auch nicht schlecht, von was weiß ich wie vielen Animes. Und hat 8,05. Also, wie ihr seht, auch hier schlechter gewertet als Bakuman. Was ich auch ganz klar sagen muss, der Anime ist schlechter als Bakuman. Der Manga ist mit Bakuman gleichzusetzen. Auf jeden Fall ein Highlight für jeden, der sich da Animes anguckt. Ein richtiges Highlight ist das. Oder? Ah, ich wollte Baccalone gerade fragen, aber den habe ich ja rausgeschmissen. Also, guckt ihn euch an. Und ich würde sagen, das war's dann. Schreibt weiterhin fleißig in die Kommentare. Wertung. Wertung. Den Anime. Da bin ich jetzt am Überlegen. Ich sag mal, wenn Bakuman 20 von 10 war, ist der 10 von 10. Der Anime ist geil, ich habe allen für sich nichts dran auszusetzen. Das ist zum Beispiel Humor passt der mehr in meine Richtung als manches von Gintama. Obwohl Gintama, sagt man ja schon, hat auch der Placalo schon gesagt, das ist Nonplusultra in Comedy.
Aber ich finde einige Sachen von dem wesentlich witziger wie in Gintama, was einfach, das ist einfach der Humor. Jeder hat einen anderen Humor. Ich habe halt einen ziemlich schwarzen Humor und die treffen den schwarzen Humor halt sehr gut. Und der ist auch fertig gedreht. Also da braucht ihr keine Angst zu haben, dass ihr noch warten müsst, wenn er zu spannend ist. Ansonsten, ja, wäre es das jetzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin schön guckt und einschaltet. Und wie gesagt, abonniert mich. Dann bringe ich auch mal ein Video raus. Und schreibt auch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat mit dem Bracalone nebendran, ob ich den das nächste Mal in seiner Wohnung lassen soll oder ob ich ihn wieder rausschmeißen soll. Also, man sieht sich und ich verabschiede mich. Ciao!